Das ist ein Bixi-Buch. Mein letztes Bixi-Buch für den Dezember. Und zwar, das ist für den Montag, 26. Dezember 2022. Und zwar heißt das Buch Mit Pixi unterwegs, ein Pixi-Buch aus dem Carlsen Verlag. Das Buch, wenn es jemand nachkaufen will. Und es kommt aus der Pixi-Serie 247, 247, Pixis bunte Fahrzeuge. Und es ist eine Geschichte von Simone Nettingsmeier und die Bilder kommen von Dorothea Dust. Was ist das? Und dann gehen wir auf die Geschichte. Es ist der Stefanitag. So, die Geschichte für den Stefanitag. Ricky Waschbär juckt es in den Pfoten und mich nur juckt die Nase. Er will in die weite Welt hinaus. Wollen wir nicht einmal verreisen? Fragt er seine Freunde. Warum nicht? Meint Pixi. Aber wohin denn? In die Südsee, ruft Hase Langbein. Da scheint immer die Sonne. Nein, zum Nordpol, fordert Umberto, der lieber Eislaufen will. So, dann geht es dann weiter mit den Geschichten. Mit der Geschichte. Oder wir ziehen mit einem Planwagen durch die Gegend und bleiben, wo es uns gefällt, meint Pixi. Planwagen? Staunen die anderen, woher wollen wir denn einen nehmen? Wir bauen einen, erklärt Pixi. Dafür brauchen wir Holz, Zweige und eine Decke. Beginnen sie zum Bauen. Pixis Freunde sind begeistert. Schon bald sägt Umberto aus einem Baumstamm die Räder aus. Ricky Waschbär und Hase Langbein stecken Bretter und Äste zusammen. Sie bauen den Boden und die Wände. Guck mal, Pixi, wie schön der Wagen wird, strahlt der Hase. Ja, und gleich kommt das Dach drauf, freut sich Pixi. Zusammen mit Ricky steckt er Weidenzweige in die Seitenwände. Darüber ziehen sie die Decke. Und dann baut Umberto vorne noch zwei Äste an, damit er den Wagen ziehen kann. Das reimt sich. Dann geht's weiter. Toll, ruft Ricky Waschbär stolz. Am liebsten würde ich sofort abfahren. Das machen wir, beschließt Pixi. Wir brauchen nur noch Proviant. Pixi packt. Packt. Ja, also sie hat ihn wahrscheinlich gebacken vorher und jetzt packt sie den Kuchen ein. Umberto nimmt Honig mit. Erich Igel schleppt einen dicken Koffer an und dann beginnt die Reise. Fröhlich singend ziehen die Freunde los. Doch nach einigen Kilometern macht sich Müdigkeit breit. Ich kann nicht mehr, jammert Erich Igel. Und ich hab einen Bärenhunger, schnauft Umberto. Denn das Wagenziehen ist auf Dauer ziemlich anstrengend. Da entdecken die Freunde einen wunderschönen See. Juhe, hier machen wir unser Picknick, ruft Pixi. Mit Lagerfeuer, jubelt Erich Igel. Und wir gehen baden, ruft Ricky und schubst Hase Langbein einfach ins Wasser. Zum Glück kann er schwimmen. Als es dunkel wird, sitzen die Freunde gemütlich am Feuer. Pixi verteilt den Kuchen, dazu gibt es heiße Maronen mit Honig.
Denn auch Erich Igel hat lauter Leckereien aus seinem Koffer geholt. Ach, so schön könnte es immer sein, schwärmt Umberto und reibt sich den Bauch. Er hat sich richtig satt gegessen. Oh, das Wetter ändert sich. Doch plötzlich prasseln dicke Tropfen vom Himmel. Ein Regenguss. Niemand hat die Wolken kommen sehen. Alle Mann in den Wagen, ruft Pixie. Schnell, 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 schnell. Ricky Waschbär ist schon unterwegs. Die anderen greifen noch schnell die Picknicksachen und folgen ihm eilig. Einer nach dem anderen springt in den Wagen, nur Umberto. Oh, Umberto. Umberto passt nicht mehr hinein. Hey, mach Platz. Ich werde ganz nass, brummt Umberto und schiebt wenigstens den Kopf unter die Decke. Geht nicht, sagt Ricky. Erich sitzt unten und er pickt. Bei dem ganzen Hin und Her merkt keiner, wie sich der Wagen immer weiter zur Seite neigt. Plumps, da kippt er um, der Wagen. Ojemine. Da ist er jetzt, der Wagen. Die Freunde gucken verdutzt und dann ruft Pixie: Hey, in diese Höhle passen wir dann alle rein. Schnell spannen Sie die Decke wie ein Zeltdach auf und kuscheln sich darunter. Alle zusammen. Nur Erich Igel kriecht unter seinen Koffer. Der ist nämlich wetterfest. Und das ist die letzte Ge Seite der Geschichte. Was für ein Abenteuer, lacht Pixie. Da haben wir zu Hause ja viel zu erzählen. Murmeln die anderen müde. Und nach so viel Aufregung schlafen sie alle ganz schnell ein und schnarchen. Das ist das Ende, die End. Das war die Geschichte für Montag, den 26. Dezember 2022 aus Gmunden am Transee. Und ja, es ist Stefanitag heute, noch ein Feiertag in Österreich. Und ich werde dann ab 1. Jänner 2023 die nächsten 14 Pixie-Bücher lesen. See you soon on the next YouTube-Video. Bye. Happy, healthy and wealthy New Year.